In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind, hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies ehrenwerte Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus.